Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu diesem FAQ-Video. Ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt und ich werde sie alle beantworten. Zuerst dann noch gesagt, die neue Webcam ist da. Vielen Dank dafür. Sie ist total bombig. Die Quali ist 1A, super delicious. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Alles geil. Wir beginnen direkt mit dem FAQ, beziehungsweise den Antworten. Frage Nummer 1. Was studierst du? Ich studiere Informatik. Was ich arbeiten möchte? Als kleines Kind, da sagte ich, ich will Professor werden, aber kein Verrückter. Das habe ich immer dazu gesagt. Ich weiß auch nicht, was mir daran so gelegen hat, dass ich nicht verrückt werden wollte. Das war so der einzige Gedanke bezüglich einer Tätigkeit, die ich mal machen wollte. Als Kind macht man sich eigentlich keine großen Gedanken drüber. Und auch als Jugendlicher und später Erwachsener, also ich sage einfach mal, vom Alter her bin ich ja erwachsen, habe ich nie gesagt, oh, das ist es jetzt. Ah! Dritte Frage, ob ich bei den YouTube-Einnahmen auch gewisse Einbußen hatte. Ja, die hatte ich. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, YouTube hat diverse Dinge umgestellt, weil Werbung auf unter anderem rassistischen Videos gelaufen ist oder eben einfach Videos, wo die Werbeträger nicht möchten, dass ihre Werbung da läuft. Das kam irgendwann raus und sehr viele Firmen sind dann erstmal abgesprungen und haben zu YouTube gesagt, hey, bevor ihr das nicht gescheit macht, werben wir bei euch nicht mehr. Wir wollen nicht, dass unsere Adidas-Werbung zum Beispiel, einfach jetzt mal, um irgendwas genannt zu haben, vor einem Video läuft, wo jemand den Kopf abgeschlagen bekommt oder so. Und deswegen hat YouTube Folgendes eingeführt. Man erhält erst nach 10.000 Lifetime-Aufrufen die Möglichkeit zu monetarisieren. Dadurch, dass sehr, sehr viele Firmen kurzzeitig von YouTube verschwunden waren, sind bei vielen Leuten die Werbeeinnahmen eben eingebrochen, weil die Firmen, die die Werbung schalten, nicht vorhanden waren. Oder zumindest nicht mehr in dieser Masse vorhanden waren, wie sie eben da vorhanden waren. Ja, dadurch sind dann die Preise gesunken, weil es viel mehr Angebot als Nachfrage gab. Und ja, aber das hat sich schon wieder eingependelt oder pendelt sich im Moment wieder ein. Es steigt alles wieder an, also keine Sorge. Die nächste Frage, warum studiere ich? Um was zu machen, ne? Man kann ja nicht einfach nichts machen. Und als nächstes kommt eine Frage, die ziemlich extrem ist, sage ich mal, beziehungsweise extrem ausgeführt werden kann. Ich glaube, darüber habe ich schon mal und werde auch in Zukunft mal wieder ein eigenes Video machen. Und zwar lautet die Frage, wie kann man dich noch mehr unterstützen, als jedes Video zu gucken? Es hat extrem viele Abstufungen. Ich schneide es jetzt mal nur kurz an. Jedes Video gucken, Daumen geben, kommentieren, die Videos zu Ende schauen, Riesenunterstützung. Die Videos einfach zu Ende schauen, also durchlaufen lassen. Dann geht es an die ganze finanzielle Schiene. Merch kaufen, spenden, Spiele kaufen, was weiß ich, mich streicheln oder sowas. Ich werde dazu wieder ein eigenes Video machen, weil es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, mich zu unterstützen, auch komplett ohne Geld auszugeben. Man verschwendet dabei einfach nur seine Lebenszeit an mich. Aber ja, dafür muss ich mal wieder ein Video machen, also das, weil das so viel ist. Aber um es mal angerissen zu haben, ne? Eine sehr beliebte Frage war auch, wie bist du auf YouTube gekommen? Auf YouTube bin ich gekommen, als es erschien. Ich habe Videos gemacht, schon immer gerne, schon als kleiner Zwirn mit meinem Cousin. Da waren wir, was weiß ich, 5, 6, 7. Damals gab es YouTube noch gar nicht. Da haben wir für uns Videos gemacht, später für andere Plattformen. Und als YouTube dann irgendwann vorhanden war, ich weiß, viele jüngere Zuschauer können sich nicht vorstellen, eine Zeit vor YouTube. Aber als YouTube dann irgendwann vorhanden war, habe ich auch dort Videos hochgeladen. Am Anfang war das sehr, sehr viel durcheinander. Da habe ich meinem Cousin Filme, Serien vertont, also verulkt vertont und auch Spieletrailer vertont. Später dann ziemlich viel Musik gemacht, Screamo, Metalgram und so weiter und so fort. Ja, ich hatte bestimmt schon 15, 20 YouTube-Kanäle, auf denen ich Dinge gemacht habe und die dann einfach wieder in Vergessenheit geraten sind, beziehungsweise ich sie halt einfach nicht mehr genutzt habe und sie dann gelöscht wurden. Ich habe da erst mit Wallen zusammen wirklich feste an was gearbeitet und tatsächlich, und jetzt erschreckt bitte nicht, ja, denn darüber kann man eigentlich auch ein eigenes Video machen, weil das so eine feine Sache ist, wo es so viele Abstufungen gibt. Tatsächlich haben Woll und ich YouTube angefangen, um Geld zu verdienen, weil wir schon immer nach Wegen gesucht haben, wie man Geld verdienen kann, ohne unangenehme Arbeiten dafür machen zu können. Wir haben schon Casino-Tricks ausprobiert, dies und das, alle möglichen Sachen, Import-Export-Geschäft mit Waren aus Asien hierher für 3, 4 Cent und dann hier für 80.000 Euro verkaufen, so Kram halt. Also wir haben alles Mögliche schon getestet, natürlich alles im Rahmen des Legalen. Hallo? Ja, das war der anfängliche Gedanke dabei, tatsächlich. Wir machen YouTube jetzt um Geld zu verdienen. Natürlich hat sich das dann über die Zeit verändert und man findet ganz andere Dinge, die einem dabei so extrem viel Spaß machen, dass der finanzielle Aspekt in den Hintergrund rutscht. Natürlich verschwindet er nicht komplett, ganz klar, weil von irgendwas muss man ja auch leben, aber er rutscht extrem weit nach hinten. Übrigens, ich habe es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, im Hintergrund läuft, wie ihr unschwer erkennen könnt. Warte, ich habe mir den Namen jetzt versucht zu merken. Players Unknown Battlefield. Battleground. Ha! Das war meine erste Aufnahme. Die ist vor der Aufnahme mit Big Wallen zusammen entstanden. Da war ich ganz, ganz frisch noch drin und habe echt Luck gehabt. Da habe ich einen ziemlich guten Platz belegt. Könnte ja also das, ja. Hund oder Katze?
ganz klar Katze. Hunde hatte ich auch schon oder einen Hund, aber das ist nicht so meins. Ich bin eher der Katzenmensch. Wobei ich nichts gegen Hunde habe. Sie sind nur nichts für mich. Zu viel Arbeit irgendwie. Ich bin eher der das gerne laufen lässt. Was arbeitest du? Ja, ihr werdet es nicht glauben, ich beziehe mein Geld tatsächlich aus dem Internet. Also ich bin, also die richtige Bezeichnung ist, lasst mich kurz überlegen, letztens habe ich sie noch gewusst, selbstständiger Medienproduzent. Ich glaube, so heißt es. Wobei das nicht meine Haupteinnahmequelle ist. Also YouTube ist die kleinste Einnahmequelle. Alle anderen übersteigen YouTube bei weitem. Also wie Werbegeschichten, Affiliate, Partnerverträge mit diversen Seiten und Anbietern und so weiter und so fort, Merch. Aber das alles fußt auf jeden Fall auf dem Dummbabbler. Also dadurch ist erst alles entstanden. Deswegen sage ich schon, dass das so die Hauptgeschichte ist und so weiter und so fort. Die nächste Frage, stört es dich, wenn ich ein kleines bisschen wichse? Tu, was du nicht lassen kannst. Auch eine gern gestellte Frage, wie sieht es mit einem Fantreffen aus? Damit sieht es gerade im Moment noch nicht so rosig aus, also in Bezug auf, dass es jetzt bald stattfinden wird. Diese Fantreffen-Geschichte ist schon seit mittlerweile, ich glaube, 1,5 Jahren im Gespräch. So ab dem Moment, wo die Fanbase sich langsam geformt hat und wir eben so ein paar Leute hatten, die wirklich sehr, sehr aktiv waren. Das ist eine schwierige Sache, weil im Moment wären es sehr, sehr viele Standorte mit wenig Leuten. Ich denke, ein bisschen sollten wir einfach noch wachsen, damit die Sache rentabler wird. Kommen wir zur nächsten Frage. Was hältst du davon, ein FAQ zu machen? Finde ich eine gute Idee. Was war bisher deine schlimmste Krankheit oder Verletzung? Schlimmste Krankheit? Für alle, die mich ja so live verfolgen, gerade seitdem ich eben täglich Videos mache. Ich glaube, die letzte starke Krankheit war die, die ich vor kurzem hatte. Und sonst, ich weiß es gar nicht, vielleicht vor einem Jahr oder so, also wirklich so eine Erkältung. Also schlimmste Verletzung war auf jeden Fall mein Fahrradsturz. Ich bin als junger Bursche mal vom Fahrrad gefallen, bei einer sehr hohen Geschwindigkeit über Schotter drüber gefallen und hatte dann eine starke Aufschürung am Arm und hab mir das Bein aufgeratzt und es war ein Stein im Fleisch drin gesteckt. Also ich bin so blöd gefallen, dass halt sich so ein kleines Steinchen, vielleicht so groß, sich in mein Knie reingesteckt hat. Das habe ich aber dann noch an der Unfallstelle direkt, als ich sofort wieder praktisch zu Bewusstsein gekommen bin. Ich lag da jetzt nicht irgendwie bewusstlos rum, glaube ich zumindest. Das war maximal eine Sekunde oder sowas, habe ich sofort rausgepult und mich eben untersucht. Man steht ja unter Schock, man spürt ja nichts. Man guckt sich um und denkt sich, fuck, was ist gerade passiert? Wobei, nach der ersten Sekunde, als ich direkt wieder was gespürt habe, das Fahrrad noch auf mich geknallt ist. Das war irgendwie zu langsam. Aber danach, dann habe ich mich untersucht und hatte nur 2 mittelschwere Wunden, die auch Narben, hier am Arm und eben am Knie, ja, am Knie. Kleine Fleischwunde, ne? War eklig mit dem Stein. Aber wie gesagt, direkt rausgepult, dann halt nach Hause geradelt, 20 Minuten und danach zum Arzt. Man war halt hart im Nehmen als Kind, ne? Die Abenteuerlandschaft von meinen Freunden und mir waren eben die Weinberge. Und wenn man da dann halt mal eine Stunde in eine Richtung gelaufen ist und sich was getan hat, musste man auch wieder eine Stunde zurücklaufen. Damals Handys und sowas. Wir hatten zwar alle welche, aber wer schleppt sowas schon mit, nicht wahr? Die riesigen Knorren. Was findest du schlimmer, Autosniper oder Autoshotgun? Ich finde beides gar nicht so tragisch, aber da ich jetzt ja wählen muss, würde ich sagen, die Autoshotgun. Nächste Frage. Würdest du lieber anders heißen? Ich weiß jetzt nicht genau, ob du damit meinen YouTube-Namen oder mein Real Namen meinst. Falls du meinen YouTube-Namen meinst, dann nein. Und falls du meinen Real-Life-Namen meinst, dann nein. Wird es bei größeren Meilensteinen größere Streams geben mit Fürgames etc.? Größere Meilensteine sind für mich eine schwierige Sache geworden. Wer mich vor 2 oder 3 Jahren schon gesehen hat, der weiß, dass ich damals extrem viel Wert auf Meilenstein-Videos gelegt habe. Da habe ich Abo-Specials gemacht und bin in die Weinberge und habe dies und das gemacht und Speziale, Das ist bei mir sehr stark abgeflaut. Gerade durch diese täglichen Videos geht wirklich sehr, sehr viel Zeit und Anstrengung in diese Videos rein. Da bleibt dann wenig Platz für Specials, gerade wenn ein Meilenstein unterm Jahr verdient wird, also einfach in der Vorlesungszeit oder wie auch immer. Da habe ich kaum Zeit, neben dem normalen Video, das ich für den Tag mache, noch was anderes zu machen. Du hast ja nach Streams gefragt, aber ich sag's noch kurz zu Ende. Sowas frisst halt viel Zeit. Und bezüglich Streams, ja, sowas kann man natürlich machen. Auch unterm Jahr geht das mal ganz gut. Wahrscheinlich nicht direkt am Tag des erreichten Meilensteins, aber halt dann danach. Wo wohnst du und würdest du mal ein Fantreffen machen? Ich wohne in Rheinland-Pfalz und Fantreffen, ja. Nächste Frage. Wann ist dein Studium zu Ende? Das weiß ich noch nicht. Nach der Regelzeit eigentlich schon vor 1 Jahr oder vor 2, aber wer hat schon Zeit für ein Studium, wenn man mal ehrlich ist, ne? Wann zockst du aktiv mit Zuschauern, nicht im Stream? Sobald ich Zeit habe. Also ich denke, wenn ich das Studium fertig habe und hauptberuflich YouTube machen kann, dann könnte das auf jeden Fall in den Fokus kommen. Wenn ich aber irgendwas noch nebendran habe, wo ich 8 bis 10, 12 Stunden etwas machen muss, also eine Arbeit oder eben ein Studium, dann habe ich nur gerade so viel Zeit, um mich um YouTube zu kümmern und um Twitch und leider nicht, um halt mit Leuten zu spielen. Also ich weiß, das ist blöd, also ich spiele extrem gern mit euch, ich habe gern mit euch den Kontakt, das wisst ihr ja, ich antworte ja auch auf alles und stehe über Facebook und über Twitter mit sehr, sehr vielen Leuten auch privat im Kontakt, also wir tauschen uns auch ganz normal privat über unsere Leben aus. Das frisst alles so viel Zeit, dass ich für private Spiele keine Zeit habe. Wichtige Frage, wie lang ist er? Ungefähr 1/4 von der Kappe hier. So circa. Also die Frauen sind natürlich total fertig danach. Verstehst? Hast du ein Idol oder warum bist du so cool?
Ich bin einfach cool. Wurdest du am Anfang deines Kanals mal blöd angemacht wegen dem Kanal oder wirst du jetzt manchmal blöd angemacht? Ja und ja, wobei sich die Blödmachung am Anfang extrem in Grenzen gehalten hat. Also wir hatten mal einen, Wollen, ich haben damals ja zusammen den Kanal geführt, der hat, glaube ich, auch bei uns mitgemacht einmal. Ja, er war einmal mit dabei in einem Minecraft-Video und wollte dann noch einmal und wir haben Nein gesagt. Und ein paar Wochen später hat er geschrieben, ihr seid scheiße unter ein Video. Es war noch ein sehr junger Kerl. Und jetzt so aktuell, also so richtig blöd angemacht kann man nicht sagen. Es gibt Leute, die meinen Humor nicht verstehen oder ihn nicht verstehen wollen und die dann Dinge falsch verstehen und die dann triggert sind und sich dann aufregen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es blöd angemacht ist. Ich würde einfach sagen, dass derjenige einen auf blöd macht und eben dann so rüberkommt. Blöd angemacht wäre für mich jetzt, wenn wirklich jemand schreibt, hey, ich finde deine Videos scheiße, weil... und mir dann sagt, warum sie kacke sind. Aber sowas war, glaube ich, noch nie vorhanden, weil ich halt die besten Videos der Welt mache. Also, wisst ihr, es ist schwierig, da dann halt blöd angemacht zu werden. Wofür steht die 13 in deinem Namen? Also die 13 ist erstens meine Lieblingszahl. Die 13 steht für die Zahl 13 und die ist auch eigentlich nur, weil normalerweise hatte ich da eine römische 13 stehen, aufgrund des Spiels 13. Aber das konnten viele Leute nicht lesen. Ich wurde gefragt, warum XIII, was ist das? Also habe ich einfach eine 13 hingeschrieben, damit es für jeden leserlich ist. Was mich sehr gewundert hat, weil wir hatten in der Grundschule die römischen Zahlen. Was willst du auf YouTube alles noch erreichen und wie hat das alles angefangen? Also wie es angefangen hat, habe ich vorhin erklärt. Und was ich erreichen will, natürlich alles, was man auf YouTube erreichen kann. Ich sehe kein Ende, ich habe kein Ziel angepeilt. Ich möchte, dass der Abo-Count und der View-Count und der Like-Count und der Kommentar-Count irgendwann nur noch 9999999 anzeigt. Einfach nur noch so ein Unendlichkeitszeichen. Nächste Frage. Was willst du nach deinem Informatikstudium machen? Willst du einen Job suchen und nebenher YouTube machen oder willst du, wenn YouTube gut läuft, dich mehr auf YouTube konzentrieren? Das ist eine sehr schwierige Frage, die tatsächlich auch immer aktueller wird für mich. Es kommt schlicht und ergreifend auf die Finanzen an. Ich muss mich finanzieren können und ich will vor allem auch meine Familie und mich finanzieren können, also meine Freundin und zukünftige Kinder. Und wenn das mit YouTube nicht funktionieren würde, würde ich natürlich ganz normal dann nach dem Informatikstudium als Informatiker irgendwo arbeiten. Wenn YouTube aber auf einem guten Weg bis dahin ist oder vielleicht sogar schon Gehalt X überschreitet, dann würde ich ganz klar bei YouTube und dem Rest bleiben. Wobei ihr mich da auch nicht falsch verstehen dürft. Ich habe es vorhin ja schon durchblicken lassen. Ich bin jetzt kein Naivchen, dass ich sage, hey, ich bin auf YouTube ganz groß und das hält für immer und wird auch immer wunderschön sein. Natürlich denke ich nicht so. Ich baue mir x Standbeine auf. Und wenn irgendwas wegbricht, habe ich 10 weitere, die darauf folgen. Na, also ist halt einfach eine Geldfrage, so wie alles eine Geldfrage ist. Ich meine, wofür macht man überhaupt seine Schule, sein Studium oder seine Ausbildung? Man will ja irgendwann Geld verdienen. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, leider, weil man ohne Geld nicht leben kann oder zumindest nicht leben kann, wie man das gerne möchte. Warum hast du nie erwähnt, dass du und Big Wallen einen Zweitkanal haben? Ich habe das eben in der WhatsApp-Gruppe mitbekommen. Ich nehme an, du sprichst von Collab Bros. Wir haben den Kanal erstellt und uns gesagt, wir machen das erst publik, wenn die ersten Videos kommen. Und als die ersten Videos kamen, habe ich es im Livestream genannt. Ich glaube, noch in keinem Video. Oder doch, ich habe bestimmt mal kurz drüber gesprochen, oder? Ich weiß es nicht. Aber ja, wir haben einen Zweitkanal. Wer ist dein Community-Liebling? Das ist erstens eine gemeine Frage und zweitens habe ich keinen Liebling. Ihr seid alle meine Lieblinge, hallo? Kannst du nochmal ein Drohnenvideo hochladen? Ja, natürlich. Woher kennst du Big Wallen? Ich habe schon häufig darüber nachgedacht und erst habe ich gedacht, vielleicht kennt ihr euch ja aus der Uni, aber Big Wallen wirkt irgendwie nicht so, als würde er Informatik studieren, sondern eher Maschinenbau. Mit dieser Ahnung liegst du zur Hälfte oder zu einem Viertel richtig. Wallen und ich kennen uns noch aus der Schule. Wir kennen uns seit mittlerweile, glaube ich, 12 Jahren oder sowas. Er ist Elektriker und arbeitet in einer großen Firma, die sich unter anderem auch um große Motoren kümmern. Also so riesige Motoren, so Schiffsmotoren, Wallen, oder? Ja, habe ich da recht? Also Maschinenbau fällt auch so ein bisschen, oder? Geht in die... Naja, daher kennen wir uns. Wie war dein Notenschnitt? Mein Notenschnitt war, boah, keine Ahnung, nicht gut. Nicht gut. Also doch, eine 2 ist ja irgendwas mit 2. Irgendwas mit 2. Werden die Kommentare in dem FAQ-Video eingeblendet? Wenn ja, dann hello YouTube. Das weiß ich noch nicht. Ich habe sehr, sehr viele Kommentare auch per Sprachnachricht bekommen. Wenn ich dann wiederum noch manche Kommentare einblende, heißt, hey, warum hast du nicht zumindest meinen Namen gesagt und ich habe bis jetzt vergessen, den Namen zu sagen. Also ich glaube eher nicht. Das mache ich dann das nächste Mal. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es? Ich fände ja unsichtbar sein und Zeit anhalten mega nice. Die Kräfte klingen schon mal nicht schlecht, aber ich denke, ich würde tatsächlich die Kraft des Geldherstellens wählen, weil man so viele Sorgen wegen Geld hat und diese Sorgen nicht vorhanden sind. Und ich weiß nicht, ob meine Sorgen gelöst werden könnten, wenn ich unsichtbar wäre. Es würde daraus hinauslaufen, dass ich wahrscheinlich irgendwo einbreche. Wenn ich mir über meine gesamten
Probleme, Gedanken mache, 100% meiner Probleme durch Geld lösen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber das sind die Probleme, die ich habe. Das sind alles eigentlich Probleme finanzieller Natur. Und deswegen wäre meine Superkraft auf jeden Fall irgendwie einfach Geld aus dem Nichts entstehen lassen. 10 und damit die wichtigste Frage, also wird hier von dem Fragenden geschrieben, wo hast du das Knife her? Ich nehme an, das ist ein Spaß. Wir hatten zwischendurch diesen Community-Spaß, wo mich jeder gefragt hat, wo hast du das Knife her? Obwohl die Leute live dabei waren, wie ich es geschenkt bekommen habe. Ich habe alle meine Knives geschenkt bekommen von euch. Vielen Dank nochmal dafür. Nächste Frage, hast du eine Ice Watch? Nein, und ich weiß nicht genau, was das ist. Wahrscheinlich eine bestimmte Art von Uhren oder so. Ich habe keine Ice Watch, nein. Würdest du mal H1Z1 spielen, beziehungsweise hochladen? Ja, ich habe es auch schon gespielt und ich glaube, es gibt auch schon Videos davon. Wir haben es auf jeden Fall schon ein paar Mal gestreamt. Bei den 24-Stunden-Livestreams. Wie lange hast du denn jetzt gebraucht, um auf DMG zu kommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ab wann wird das gezählt? Ich wurde damals als Doppel-AK eingerankt und war dann ziemlich schnell LEM. Hab dann nicht mehr gespielt. Bin dann gefallen auf Goldnova Master oder irgendwie sowas. Und meinst du jetzt wahrscheinlich ab diesem Moment? Boah, schon lang. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn ich ab dem Moment zähle, wo ich eben abranken wollte. Also wo ich gesagt habe, hey, ich muss einen besseren Rang haben. So als YouTuber, ich will Tutorials machen. Wie sieht das aus, wenn ich da als Silber 1 rumpimmel? In gespielter Zeit, wahrscheinlich nicht allzu lang. Also in Spielen. Aber jetzt einfach in Tagen, dann schon lang. Also schon Monate. Weil ich meine, wann spiele ich mal, um richtig abzuranken? Ich habe vor 2 Monaten angefangen mit Warland sehr, sehr oft zu spielen. Nachts, also weil wir eben auch eben gemeinsame Aufnahmen machen. Große Aufnahmen und auch Aufnahmen, um Best-ofs zu machen und so weiter und so fort. Aber schon, ich bestimmt ein halbes Jahr. So ein halbes Jahr oder so. Als du noch ein Kind warst, welchen Beruf wolltest du da lernen? Wie gesagt, Professor. Und aus welcher Tierhandlung hast du eigentlich Gustl? Der ist so niedlich, ich überlege mir auch einen zuzulegen. Gustl ist mein abgetriebener Halbbruder. Wie heißt der Mac-10-Skin? Der sieht so geil aus. Ich weiß leider nicht, was ich für einen Mac-10-Skin benutzt habe in dem Video. Sorry. Aber mein Profil ist öffentlich, du kannst dir meine Mac-10-Skins ja angucken. Weitere Frage. Darf ich der erste Kommentar im FAQ-Video sein? Nein. Nächste Frage. Darf ich das FAQ beenden? Was sind deine Lieblingstiere? Schwierig. Lieblingstiere. Ich habe eigentlich keine Lieblingstiere. Ich mache mir da nicht so Gedanken drüber. Aber ich habe Katzen als Haustiere und Schildkröte und ein Hase. Also ein Häschen, eine kleine. Der heißt noch nicht Hasen, oder? Kaninchen. Kaninchen sind die kleinen. Oder ist Kaninchen und Hase so was mit langen Ohren halt? Aber nicht so lange Ohren. So kleine spitze Ohren eher. Warum versteckst du dich immer unter meinem Bett? Auf dem Bett würde man mich ja sehen. Von wo kommst du eigentlich und was würdest du jobtechnisch, wenn es möglich wäre, bis ins Rentenalter machen? Ich bin in Mannheim geboren und jobtechnisch bis ans Ende meines Lebens, mehr oder weniger, keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas Cooles. Was ist dein Geheimtrick, so sexy zu sein? Es ist ganz klar, du musst viel Wasser trinken. Nächste Frage, was hältst du von Mia? It's fucking sexy, bitch, isn't it? Was ist dein Lieblings-AK-AWP? M4-Skin. M4 und AWP natürlich ganz klar, die Hyper Beast und bei der AK ist es die ich gerade spiele. Ich glaube, das ist die Point Desiree oder die Backside Fisty. Ich bin mir gerade nicht so sicher, eine von den beiden. Die finde ich beide sehr schön. Hast du Haustiere, beziehungsweise willst du mal welche haben und wenn ja, welche? Ich habe Haustiere. Katze, Schildkröte, Hase. Wie lange gucke ich dich und Wallen schon? Das müsste ich jetzt... Bestimmt schon lang. Bin jetzt nicht darauf eingerichtet, dass ich jetzt sowas nachschaue. Ich finde deine Stimme wirklich sexy. Ich weiß, das ist keine Frage, aber dankeschön. Wo kann man deine Coolness kaufen? Wurde bereits beantwortet. Dankeschön, Dancing Ninja. Aber ich habe damals noch 30 Euro bezahlt, ne? Wo bleibt der Spaß bei einer 100.000 plus Abo-Community? Da kann man nicht mehr individuell auf jeden Einzelnen eingehen. Ich persönlich denke, dass es in einer kleineren Runde deutlich entspannter sein kann als in einer größeren. Also mit dem letzten Satz hast du auf jeden Fall recht. Also weil es logisch ist, ne? Es ist einfacher, mit einer Person zu sprechen, wie mit 40.000 oder sowas. Und die individuelle Eingehen-Geschichte stimmt natürlich auch. Man möchte als YouTuber ja gesehen werden und es ist schöner von 100.000 Leuten gesehen zu werden, wie von 10. Das ist ja sicherlich leicht verständlich. Das Wachstum der Community macht mir den meisten Spaß. Also ich sehe gerne, wie wir immer mehr werden. Und wie mir, aber auch uns im Gesamten eben dadurch immer mehr Möglichkeiten offen stehen, immer mehr Türen geöffnet werden. Und deswegen würde ich, also aus meiner Warte, auf jeden Fall sagen, dass der Spaß immer weiter steigt. Ich gehe sogar so weit und sage, dass wenn der Abostand stehen bleibt oder sogar sinkt, an sich das Wachstum sinkt, ne, Kommentare weniger werden, Daumen weniger werden, Interaktionen sich praktisch immer weiter verringern. Dadurch geht extrem viel Spaß flöten. Ich meine, es gibt 1000 Leute, die sagen, ich mach's aus Hobby, ich mach's darum und deswegen und lirum larum. Und diese 1000 Leute hören auch alle nach Monaten wieder auf, weil sie bei 10 Abonnenten stehen bleiben und sagen, mir macht's keinen Spaß mehr, weil ich nicht wachse. Die Leute können sich gerne in die Tasche lügen. Also ich sage ganz klar, mir macht es Spaß.
zu sehen, wie wir immer größer werden. Ich habe schon Projekte, die mir Spaß gemacht haben, abgebrochen, weil sie nichts gebracht haben für den Kanal, keinen Mehrwert. Was habe ich davon als YouTuber, wenn ich Projekte mache, die mir Spaß machen, die aber euch keinen Spaß machen, die mir nichts bringen, die kein Wachstum mit sich führen? Es gibt da natürlich auch eine Grenze, wo man sagt, jetzt bringt das Projekt wirklich gar nichts mehr, oder man sagt, hey, es läuft zwar nicht so gut, aber mir macht es Spaß, es macht auch diversen Zuschauern Spaß, das mache ich natürlich fertig, so wie Resident Evil. Ich hatte aber schon andere Projekte, da habe ich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, die kamen einfach zu schlecht an, da kam zu wenig bei rum. Und es gibt einfach bei allem im Leben diese Waage, die man finden muss, zwischen ich stecke da so und so viel rein und so viel soll mindestens rauskommen. Wenn das nicht passiert, dann brauche ich das nicht zu machen. Ich will mich da jetzt aber auch nicht extrem reinsteigern. Wir machen weiter. Wir haben noch ganz viele andere Fragen. Und darüber kann ich ja mal, falls es euch stark interessiert, nochmal ein extra Video machen. Aber und so weiter und so fort. Wieso kratze ich mich unaufhörlich am rechten oberen Eckzahn? Keine Ahnung, vielleicht ziehst du da irgendwie Lust raus oder so. Auf einer Skala von 1 bis Hell yeah, wie hart hast du in die Hecke geschissen? Hell yeah. Wieso denkst du, dass deine Community so stark hält, aktiv ist? Ich denke, durch unsere gemeinsame Interaktion sind wir so stark und aktiv wie sonst kein anderer. Warum unterhältst du mich, den Haufen, so gut? Vielen Dank dafür, weil euch meine Videos gefallen. Wie sieht's mit der Twitch-Partnerschaft aus? Die Nudeln vor sich hin, keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich irgendwann angeschrieben und dann heißt, die sind Partner, ey! Was war das schönste, bemerkenswerteste, was du je mit deiner Community erlebt hast? Als ihr mir das Knife geschenkt habt, das war echt der Hammer. Ihr habt so viel Geld für mich ausgegeben. Also wirklich einfach, ihr habt mir einfach einen riesigen Geldbetrag geschenkt. Und das ist schon wirklich krass. Ab wie vielen Abos oder wann wird es ein Fan-Treffen geben? Das kann ich leider nicht genau sagen. Gibt es etwas, was dir so richtig Angst macht? Manchmal macht mir die Zukunft Angst. Magst du mich? Natürlich. Kommst du manchmal auf einen Teamspeak, wo man mit dir reden kann? Es ist schwierig. Die Antwort von vorhin auch mit den privaten Spielen zählt da eigentlich genauso dazu. Die Zeit ist leider nicht so vorhanden. Sind größere Projekte geplant in nächster Zeit? Wie stellst du dir deine YouTube-Kanal-Zukunft vor? Rosig. Extrem rosig natürlich. Würdest du, wenn es geht, YouTube beruflich machen? Ja. Zeigst du mal deine Wohnung, Haus, komplett sowas wie eine Tour mit Erklärung und bla? Ja, auf jeden Fall. Sobald wir hier mit Renovieren komplett fertig sind und alles gut aussieht, mache ich das. Gab es mal Hater-Kommentare, die dir richtig die Lust an YouTube genommen haben? Nee. Das ist mir dann auch wurscht in dem Fall. Die Hater wissen ja nicht, dass sie durch ihre YouTube-Kommentare und eben die Daumen runter das Video immer weiter hochheben, weil es mehr Interaktionen in x Zeit hat und dadurch besser gelistet ist. Und der Inhalt diverser Nachrichten ist, wenn er zu krass ist oder zu krass wird, ist es mir dann wurscht, weil dann merke ich halt, dass der Mensch einfach nur noch hohl dreht und dann ist es mir völlig egal. Wenn es wirklich Kritik ist, dann nehme ich mir die auch zu Herzen und versuche sogar manchmal Dinge zu ändern, aber sowas geschah, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht, dass jemand negative Kritik dagelassen hat, die mich dazu gebracht hat, etwas zu ändern. Krass, geht schon immer eine Stunde, what the fuck. Wenn du YouTube nie gemacht hättest, wie denkst du, würdest du heute stehen? Besser, schlechter, gleich, mehr Freizeit, weniger kreativ? Was denkst du wäre, wenn YouTube nie für dich so wichtig geworden wäre und wieso? Ich hätte das Studium schon längst fertig und würde halt irgendwo arbeiten. Ob ich es jetzt besser fände, keine Ahnung. Da müsste ich mich erstmal reinfühlen in die Geschichte. Ich hätte auf jeden Fall mehr Freizeit, viel mehr Freizeit. YouTube frisst eigentlich alles an Freizeit. Wenn man es zulässt, kann YouTube alles komplett zu 100%. Dann hat man aber auch keinen Partner, keine Familie, kein gar nichts. Und man muss es ja echt nicht übertreiben, ne? Wie bist du auf CSS, CSGO gekommen? Ich war damals auf der LAN-Party vor 15, 16, 17 Jahren. Und da hat mir ein Kollege einfach 1.6 gegeben. Oder es war davor noch was, irgendeine Alpha-Beta-Version? Ich weiß es nicht mehr genau. 2000 kam 1.6, glaube ich, raus, ne? Schwierig. Egal. Ich habe damals eine Version von Counter-Strike bekommen. Und wir haben die auf der LAN-Party gespielt und das war der verschissene Hammer. Seitdem war ich dann bei allem dabei, 1.6 Source und dann auch CSGO, wobei ich mich stark gegen CSGO gesträubt habe. Also das haben ja bestimmt schon viele mitbekommen. Ich habe es anfangs richtig gehasst. Ab dem Moment, wo es hieß, es kommt ein neues Counter-Strike, haben wir alle gedacht, fuck man, das wird der größte Scheiß der Welt. Wir haben uns natürlich trotzdem vorbestellt, um zu gucken, wie es so ist. Wir haben es eine Runde angespielt und haben gesagt, das kann man in die Tonne kicken, das kann ich vergessen. Scheißdreck, du. Wir sind ultra matt geworden, als Source langsam ersetzt wurde von CSGO, auch jetzt speziell in der ESL. Wir haben alle aktiv in der ESL gespielt. Dann haben wir es richtig brutal gehasst und haben gesagt, dann spielen wir halt kein Counter-Strike mehr, scheiß doch der Hund drauf. Wir haben für uns immer noch weiter Source gespielt, aber dann nur noch PCWs und so weiter und ja. CSGO habe ich dann wegen YouTube angefangen. Mir wurde damals ein paar Mal gesagt, hey, mach doch mal CSGO, mach doch mal CSGO. Ich habe es gemacht, es hat euch gefallen, bumm, zack. CSGO. Welcher Film ist dein Lieblingsfilm? Das fünfte Element. Woher hast du das Knife? Haha. Kennst du mich? Ja. Bin ich Teil der Community? Natürlich. Was ist der Sinn des Lebens? 42. Wie lautet die Quadratwurzel von Pi? Lieber Ketchup oder Mayo zu Pommes? Mayo, auf jeden Fall. Wer isst denn bitte Ketchup zu seinen Pommes? Hallo? Burger King oder McDonald's? Burger King. Aber erst seit ich erwachsen bin. Zu Kinderzeiten eher McDonald's. Wer ist ein guter Junge? Wir alle. Außer die Mädchen, das sind gute Mädchen. Warum liest du das noch? Weil ich so scheiße cool bin. Was ist deine Meinung zu dem Einhorn-Hype zurzeit? Hä? Einhorn-Hype? What? Welche Marke Lippenstift hast du früher in den Videos benutzt? L'Oreal Man Expert. Wie findest du Baywatch? Hab ich nie gesehen. Also, welche Spiele spielst du außer CSGO? Privat
würde ich gerne folgende Spiele spielen. Skyrim, Planet Coaster, Player Unknown Battleground, oder wie das heißt, Mafia 3. Es gibt unzählig viele Spiele, die ich gerne spielen würde. So, nun sind wir am Ende angekommen. Ich muss schauen, wie ich es zeitlich hinbekomme. Wenn ich noch genug Zeit habe, binde ich, oder versuche ich zumindest, alle Kommentare, die ich abscreenen kann, mit einzubinden. Die Sprachnachrichten halt nicht. Falls ich nicht genug Zeit habe, dann werde ich es lassen. Es ist gerade 11.28 Uhr, das Video soll heute kommen. Heute, um 17 Uhr. Ich habe jetzt aufgenommen 1 Stunde und 11 Minuten. Das wird eine dicke, fette Schneiderarbeit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich einfach wissen und sagt mir, dass es euch gefallen hat. Falls ich Fragen vergessen haben sollte, dann entschuldige mich dafür. Ich habe geguckt, dass ich wirklich alles mit drin habe. Es kann aber sein, dass irgendwas untergegangen ist irgendwo. Das ist aber nicht nett. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.